Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Railway Empire 2. Ihr seht schon, es ist mir hier eine Auktion zwischen reingekommen und ich habe natürlich drauf geboten. Wir haben für 225.000 hier das Personalbüro erforscht oder gekauft. Macht uns natürlich die Kasse wieder ein bisschen kleiner, aber ich denke, es funktioniert. Solltest du vielleicht mal über eine bessere Wartung deiner Züge nachdenken. Aber es funktioniert soweit aktuell. Und wir werden jetzt nochmal hier ansetzen an unserer Cargo-Linie. Denn ich habe mir überlegt, wir kommen ja hier komplett einmal durch. Und fahren dann hier weiter nach München. Und das werden wir jetzt mit einer einzigen Linie machen. Und nicht mehr wie bisher mit zwei Linien. So, das heißt, wir werden unsere Frachtlinie wieder bearbeiten. Die nehmen hier nämlich immer schön was mit. Aber irgendwie nach Worms nehmen sie nichts mit, warum auch immer. Und da geht's nach Ulm. Wir werden diese Strecke jetzt mal komplett nochmal umsetzen. Die Strecke startet jetzt einfach mal in Worms. Dann ist hier der zweite Halt. Dann fahren wir nach Ulm. Auf der Strecke gibt es nichts. Dann geht es nach München. Warte mal, ich habe schon gesehen. Eigentlich auf diesem Gleis hier, bitte. Wegpunkt 1. Dann nach München. Dann fahren wir auch über dieses Gleis wieder zurück. Einmal nach Ulm. Und dann geht's direkt nach Worms. So sollte die Linie laufen. Wir haben jetzt allerdings gerade ein kleines Problem. Ja, mach die mal trotzdem schnell. Denn ich habe schon wieder irgendwo. Nee, da können sie durch. Wieso kommen die hier nicht an? Habe ich das? Nee, ich habe doch die Weichen auf beiden Seiten gesetzt. So, dann war vielleicht das jetzt gerade das Problem. Oder auch nicht. Wieso fahrt ihr jetzt da nicht rüber? Warte mal. Ja, ihr kommt doch von so hier an und könnt hier an diesen Gleisen weiterfahren, oder sehe ich das jetzt falsch? Wo soll das Problem liegen? Ihr könnt hier rein und seid direkt auf dieser Schiene. Und könnt hier direkt weiter. Wir haben auch hier den Wegpunkt. Hier die Versorgung ist auf jeden Fall da. Ah ja. Da hat er die Schiene nicht ganz verbunden. Warum das denn? So, dann funktioniert das jetzt aber wieder, oder?
Wacht von Worms. Das ist da jetzt. Genau, geht hier rüber. Hält einmal hier an, nimmt Holz mit, fährt nach Ulm. Fährt über Wegpunkt 1 hier rüber. Hält in München. Fährt über Wegpunkt 2 wieder nach Ulm und dann wieder nach Worms. Wir haben hier 29 Tage. Ich glaube, mit 3 Zügen sind wir da gut aufgestellt. Das nenne ich eine richtige Panne. Du solltest mehr Kontrolle ausüben. Dann machen wir das so. Dann läuft nämlich der Frachtverkehr. Wartet auf Einsatzung. Ja, okay. Was hast du wieder für eine Panne? Oh, du bist der da. Und wieso hast du überhaupt eine Panne? Moment mal, da werden wir jetzt mal zum ersten Mal hier ein... Mal hier an diese Ecke. Werden wir mal hier so ein Teil setzen. Dann können die hier nämlich mal alles in dem Umkreis warten, was hier durchfährt. Gut, die Expresslinie ist jetzt unbetroffen, oder? Ne, warte mal, Expresslinie kommt von... Macht hier so einen seltsamen Knick, das finde ich immer noch bescheiden, aber okay. Und dann fährt die hier rüber und geht auf Gleis 5 und 6 und wird dann hier auf Gleis 5 und 6 weiterfahren. Ziehen wir jetzt auch gleich noch mal bis nach vorne durch. Werden hier auch gleich noch den hier mit hinmachen. Der hat sich automatisch erweitert, oder? Ja. Perfekt. Dann werden wir aber jetzt hier das Gleis auch noch mal anpassen. Wir kommen mit den zweien hier rein. Müssen wir mal kurz gucken, der muss auch zweigleisig werden. Also muss das Ding hier komplett auf außen. So, bestätigen. Dann reißen wir das Gleis ab. Fahren mit diesem Gleis hier ran. Machen auch hier das Teil wieder hin. Und dann werden wir hier diese Expressroute, die führt ja von, das ist die da. Die werden wir bearbeiten. Die geht von Worms hier rüber. Ich würde mal klipp und klar sagen, Wegpunkt 1 hier rüber. Nach München. Und dann über Wegpunkt 2. Ne, warte mal. Dann mache ich halt Wegpunkt 2 weg, oder? Ah ne, passt. Genau, Wegpunkt 2 nach München. Dann über diese Schiene wieder zurück. Das ist dann Worms München. Und dann mal, das wird dann E für Expresszug. Da werden wir auch einen dritten mit draufsetzen. Werden den gleich mal starten. Und werden mal gucken,
dass hier die Richtung alle wieder gleich laufen. Perfekt. Dann sind wir aber noch nicht fertig. Wir haben nämlich noch Nürnberg-Ulm. Nürnberg-Ulm wird bearbeitet. Nein, bitte gerade nicht. Weil du fährst jetzt nicht mehr hier rüber. Kriegst auch nur noch zwei Züge. Bist hier... Nee, du bist noch ein automatischer. Weil da haben wir ja noch keinen Express rüber. Kein Cargo. Das ist der hier. Das ist der hier. Wie ist der da? Das ist der da. Das ist Mais München. Das ist von da unten nach oben. Das ist der da. Gut, dann haben wir die Strecken jetzt hier erstmal wieder im Griff soweit. Wir werden jetzt aber auch die überflüssigen Strecken gleich mal entfernen. Und zwar sind es die da oben. Die machen wir gleich wieder frei. So. Genau, da müssen jetzt alle Strecken wieder laufen. Expresslinie komplett einmal durch. Cargolinie komplett einmal durch. Der fährt von oben ran. Und den lassen wir auch erstmal als Gemischzug. Dann haben wir jetzt hier mit dem Zucker noch Problemchen. Das werden wir jetzt auch lösen. Indem wir jetzt hier gleich mal eine zweite Linie mit anlegen. Und dann werden wir von hier aus auch gleich hier oben ranfahren. Genau. Dann haben wir das hier mit dran. Und du bist jetzt diese Strecke hier normalerweise. Du kommst vom Ludwigs Dingsbums. Fährst zu dem da, fährst nach München, kommst hier wieder zurück. Genau. Kriegst jetzt zwei von denen. Obwohl ich mir eigentlich gerade die Frage stelle. Kann mir einer sagen, warum die hier gerade nichts anzeigen? Ist hier die Strecke wieder irgendwo nicht verbunden? Wieso kann ich keine Wegpunkte setzen? Achso, weil ich das nicht kann. Ich kann auch keinen Bahnhof anklicken gerade. Wieso kann ich die Strecke nicht bearbeiten? Warte mal. Muss ich jetzt da überall? Wir machen es jetzt einfach hin, dann kann er sich einfach seine Spur selber raussuchen. So. Der da. Kann ich den jetzt bearbeiten? Jawohl.
Der läuft jetzt von hier noch da. Nach München und wieder zurück. Und das dauert, machen wir jetzt mit 2 Zügen als Frachter. Und weil der hier am Ende ist, bekommt der ein kleines Wartungsdepot da hinten. Das läuft. Können wir hier noch was? Oder, ach, warte mal. Wir könnten in München noch ein Postamt integrieren. Beziehungsweise brauche ich hier eigentlich nicht eine Lagerhalle? Ah, da fehlt mir jetzt wieder ein bisschen Geld. Weil hier kommt ja eigentlich der Zucker und das Obst an. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben hier schon ein Lagerhaus gebaut. Aber anscheinend nicht. Was haben wir hier überhaupt gebaut? Ah, hier haben wir die Wartung gebaut. So wie es ausschaut. Ach, so eine Panne ist wirklich typisch für dich. Du hast deine Züge einfach nicht unter Kontrolle. Ja, kann sein. Wir haben wirklich ein bisschen viele Pannen. Da müssen wir uns wirklich nochmal ein bisschen Gedanken machen. Aber bis wir wieder Geld haben, werden wir jetzt mal das hier noch forschen. Was haben wir hier? Tiefe Taschen. Dem bei Auktionen allen Teilnehmern vermittelt wird. Man verfüge über nahezu unbegrenzte Geldmittel, steigen Mitarbeit. Ach, Mitbieter schneller aus. Ach, jetzt hat. Neikapseln. Da können wir natürlich sparen. Okay. Ja gut, ich sag mal, das wäre auch interessant, wenn wir hier die obere Reihe vielleicht machen. Die kann ich... doch, dann müsste ich den noch nehmen. Aber mit der Ausschreibung ist mir eigentlich fast lieber. Vor allem kommen wir dann hier auf eine extra auf eine Frachtlok. Hier gibt es einen Postwagen. Die Paketannahme. Und wir gehen den mittleren Weg. Aber das ändert jetzt immer noch nichts daran, dass wir in München eigentlich noch ein Lagerhaus wollten. Das war jetzt deutlich günstiger, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir werden hier einlagern den Zucker und die Apples. Und wir werden, warte mal, wir werden den Mais, der von da hinten kommt, den lagern wir auch ein. Dann sollte das erstmal funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie sieht das hier aus? Noch immer ein bisschen was ist schon, wird hier schon zwischengelagert. Wir lassen es einfach mal so laufen. So, wie sieht es hier eigentlich aus an diesem schönen Bahnhof? Gibt es hier eigentlich irgendwelche Gebäude? Okay, wir haben hier nicht mal ein Wartungsgebäude. Exportlager und Produktion 42. Dann werden wir das hier auch noch integrieren. Ich
glaube, der braucht bald auf jeder Seite hier so ein Wartungsdepot. Wie sieht's denn hier aus? Die Nachfrage für die importierten Waren, Bier wurde reduziert. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wir müssen erweitern. Wir können die Kohle mitnehmen, wir können jetzt entweder nach Straßburg runter, Richtung Luxemburg, weil hier kommt schon uns einer in die Quere und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Warte mal, das müsste doch... Der kommt nämlich hier schon runter. Und ich würde ganz gerne in Paris andocken. Deswegen werden wir... wohl noch ein bisschen Geld sparen. Da hätten wir Ziegel und das Zeug. Ich würde das hier schon gerne mitnehmen. Hier so Brüssel, Luxemburg, Lille. Dass ich dem hier auch ein bisschen den Weg abschneiden kann, dem Kollegen. Aber das sieht gerade sehr schwierig aus. Wir könnten aber auch hier rüber gehen. Salzburg und Graz in die Richtung. Die Frage ist halt, was macht uns gerade mehr Sinn? Gut, wir könnten auch hier rüber gehen, aber das wird wahrscheinlich nur wegen den hier sein. Wegen dem Gemüse. Aber könnten dann eigentlich auf Amsterdam weiter. Gibt es hier auch Gemüse hier unten? Nee, da unten ist Gemüse. Zürich. Beagle. Ausgelaufen. Charles da berichtet ihn. Wir sollten ein bisschen Gas geben. Also. Gut, wir könnten natürlich jetzt sagen. München. Fährt hier raus. Wieder Gleise frei. Oh, ja, die oberen. Hehehe, scheiße. Gut, wir können aber auch von hier oben. Wir können von Ulm raus. Wir können auf Zürich und Genf. Dann wären wir hier schon mal zu. Ich frage mich halt wirklich, was gerade Sinn macht. Das ist halt auch ein Riesengebiet hier. Und da wären sogar neue Sachen dran. Wo ist noch Gemüse? Hier oben ist Gemüse. Weißt du was? Wir gehen nach Prag. Ah ja, gut. Ist noch teurer. Ist okay. Aber ich glaube, Prag ist am sinnvollsten, weil wir dann Nürnberg nach Pilsen, nach Prag, nach Bad Weiß und wir haben hier oben Milch, Wolle, was auch immer das da schon wieder ist. Könnte eine Kalk sein. Und wir haben hier oben Gemüse. Ich glaube, das ist am sinnvollsten für uns gerade. Bin ich persönlich. Ich glaube, das werden wir auch machen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, in welche Richtung ihr am sinnvollsten gegangen wärt. Oder was ihr denkt, was wir als nächstes machen sollen. Lasst auch gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Doch du solltest die Zuverlässigkeit deiner Züge erhöhen. Irgendwann werde ich mir Geld organisieren und die Tante kaufen. Weil die ist schon ein bisschen penetrant, wenn ich das so sagen darf. Aber ob wir das Gebiet hier kaufen,
Und wie es danach weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wünsche ich jetzt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.